Willkommen beim nächsten Teil des Einsteigerguides WoW Blindspielen mit dem Kai, alias Gu, das bin ich. Ja, danke für das Kommentar. Ich habe jetzt mal ein bisschen an den Lautstärken gearbeitet und ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen lauter bin und vor allem auch, dass das Spiel mich nicht mehr übertönt. Aber am Ende möchte ich ja das Spiel erklären und ihr müsst es schon hören können. Das ist nicht so einfach mit den Lautstärken. Ja, wir schauen mal. Also, wir haben jetzt hier unseren Paladin stehen und ich weiß schon wieder nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Ich schaue mal in mein Questbuch. Aktuelle Quests plus. Alle plus. Und was habe ich da für Quests? Nordheintal plus. Nordheintal, Nordheintal plus. Fertig. Meldung in Goldhain. Ah ja. Plus. Ach, ich erinnere mich. Wir haben die Kobolde getötet und sollen jetzt nach Goldhain laufen. Aber hier gibt es ja noch mehr Quests. Die möchte ich auch noch erledigen. Und zwar drücke ich Escape. Menü geschlossen. Mache mein Questbuch neu auf. Aktuelle Quests plus. Und dann gehe ich nach unten. Questdatenbank plus. Und da habe ich die Questdatenbank. Und wenn ich hier einfach nach rechts wandere. Start in Zone plus. In dieser Zone. Nach Entfernung plus. Nach Entfernung sortiert. 79 Meter Bruderschaft der Diebe plus. Gibt es hier Quests. Bruderschaft der Diebe. 79 Meter Igan Pelzschneider plus. Und Igan Pelzschneider. 212 Meter Ruhe und Entspannung plus. Oh. 79 Meter Igan Pelzschneider plus. 79 Meter Bruderschaft der Diebe plus. Wir fangen mit dem ersten an. Ich gehe nach rechts. Annahme plus. Und auf Annahme, also ich möchte die Quest hier annehmen, also gehe ich auf Annahme nach rechts. Stellvertreter Willem, Questgeber, plus. Route, plus. Einstiegspunkt, E0, 1 Meter, Bruder Samuel, Paladin Lehrer, 146 Meter, West, Stellvertreter Willem, Questgeber, Menü geschlossen. Ja, dann gehen wir da mal hin. In der 0 noch 8. Noch 7 weit. Ja, schreibt immer Kommentare unten drunter, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt. Ich versuche die ernst zu nehmen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann auch gezielt Dinge erklären. Ja, jetzt hänge ich hier wieder fest. Ihr hört das Piepen. Ich mache einfach mal ein bisschen SSS, so leichte Tippel zurück. Dann gehe ich mal ein bisschen nach links. Mit Komma und Punkt kann man seitwärts gehen. Tippe mal ein bisschen auf Komma und dann wieder vorwärts. Ja, noch 5 Meter von Nordheim. Irgendwo hängen geblieben. Noch 4 weit. Also W zum Vorwärtslaufen halte ich auch nicht immer fest. Also ich tippel da oft auch nur. Draußen. Nordheim. Noch 3. Gerade am Anfang ist es nicht so einfach, die Routen exakt zu treffen. Es gibt auch Gegenden, da ist das noch nicht so wichtig. Auf der Straße, da ja, kann ich ruhig ein bisschen links-rechts rumschlendern. In so Gebäuden muss man dann schon eher aufpassen. So, mit Steuerung, Shift-Tab. Reitbarer Schimmer, Stufe 2. Stellvertreter Willem, Stufe 18. Habe ich den Stellvertreter gefunden und dann gucke ich mal, was er vor mir will. Mit Interagieren, G. Quest plus. So, und der hat eine Quest für mich. Auswahl plus. Text, guten Tag, Paladin. Normal, verfügbare Quest, Igan Pelzschneider plus. Verfügbare Quest, Bruderschaft der Diebe plus. Verfügbare Quest, zwei Bruderschaft sogar. Der Diebe plus. Einmal wollten wir die Bruderschaft der Diebe, die mache ich mal einen Linksklick. Details plus. Und dann gucken wir mal, was das ist. Text, Bruderschaft der Diebe. Text, seit kurzem treibt sich eine neue Diebesbande in Nordheim herum. Sie nennen sich die Bruderschaft der Defias und sind auf der anderen Seite des Flusses im Osten gesehen worden. Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben, aber ich bin mir sicher, es ist nichts Gutes. Bringt mir die Kopftücher, die sie tragen, und ich werde euch mit einer Waffe belohnen. Text, Questziele. Text, bringt 8 rote Sattleinenkopftücher zu Stellvertreter Willem in der Nähe der Abtei von Nordheim. 8 Kopftücher. Belohnungen plus. Annehmen plus. Menü geschlossen. 8 Kopftücher können wir besorgen. So, jetzt interagiere ich nochmal mit ihm. Quest plus. Er hat dann noch eine Quest. Auswahl plus. Text, guten Tag, Paladin. Angenommene Quest, Bruderschaft der Diebe plus. Verfügbare Quest, Igan Pelzschneider plus. Linksklick. Details plus. Text, Igan Pelzschneider. Also ich denke, ich muss das jetzt nicht mehr andauernd erklären in den Fenstern. Text, Igan Pelzschneider sucht nach jemandem, der für ihn erkrankte Wölfe jagt. Das ist gut, da wir hier im Nordheintal in letzter Zeit sehr viele erkrankte Wölfe gesehen haben. Wenn ihr interessiert seid, dann sprecht mit Igan. Ihr findet ihn neben der Abtei auf der linken Seite. Text, Questziele. Text, sprecht mit Igan Pelzschneider. Belohnungen, Menü geschlossen. Nehme ich an, ich drücke einfach Leertaste. Also, wenn da noch Fragen sind, schaut euch die ersten Teile nochmal an. Da ist das genau erklärt, wie man sich in den Dialogfenstern bewegt, wie man da klickt und wie man das macht. So, dann möchte ich zu Igan Pelzschneider zuerst gehen. Aktuelle Quests plus. Alle plus. Nordheintal plus. Igan Pelzschneider, gelb. Plus. Annahme plus. Haben wir angenommen. Abgabe plus. Können wir abgeben bei Igan Pelzschneider, Questgeber genau, plus. Da gehe ich nach rechts. Route plus. Einstiegspunkt 182 Meter Nord Igan Pelzschneider. Menü geschlossen. Dann laufen wir doch mal dahin. Noch 5. Noch 4 weit. Mit Alt-GR kann man fragen, wo sich dieser noch Wegpunkt drei. Befindet. 1 Uhr 27 Meter.
12:27 Uhr. Nutzt das am Anfang beim Routenlaufen. Wenn ihr Schwierigkeiten haben solltet, zu hören, wo sich dieser Beacon befindet. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wenn man trifft, wenn man den Beacon trifft und auf 12 Uhr hat, dann ist er auch schneller. Also jetzt macht er bum, 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 bum. Wenn ich mich jetzt hindrehe. Bum, 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 bum. Ja, also das sagt mir, ich treffe. Ziel erreicht. Oh, da waren wir ja schon. Bin ich ein bisschen zurückgegangen und jetzt mal Steuerung Shift Tab. Igan Pelzschneider Stufe 3. Mal mit ihm sprechen. Was soll ich tun? Abgabe plus Text. Igan Pelzschneider. Text. Das ist wahr. Ich suche nach jemandem, der für mich ein paar kranke Wölfe jagt. Seid ihr diese Person? Belohnungen plus. Abschließen plus. Details plus. Text. Text. Wölfe an der Grenze. Text. Was auch immer diese Wölfe sich eingefangen haben, es geht nicht weg. Jeden Tag tauchen weitere kranke Wölfe auf. Es tut mir in der Seele weh, dass jemand diese Schöpfungen der Natur in meinem Namen töten muss, aber wir müssen die erkrankten jungen Wölfe erledigen, bevor die lokale Ansteckung zu einer Epidemie wird. Tötet erkrankte junge Wölfe im Tal und bringt mir ihre Pelze als Beweis eurer Tat. Text, Questziel, Text, bringt Igan Pelzschneider, den ihr vor der Abtei von Nord hier findet, 8 Pelze von erkrankten Wölfen. Leertaste. Menü ist geschlossen. Erkrankte Wölfe. Sind hier zufällig welche? 35. Da ist schon der erste. Ich lasse da mal hin. 25, 20. Ich buff mich mit F5. 15. Nein. 10, 15. Dann macht mein Angriff ja mehr Schaden. So, jetzt habe ich G gedrückt, 10. bin da hingelaufen, aber er ist gar nicht bei mir, 10. weil der bewegt sich in 5. der Zeit, während ich da hinlaufe, ja auch woanders 10. hin. 15. Das heißt, kurz bevor ich da bin, 20. drücke ich jetzt nochmal G. 15. Und nochmal G. 5. Ja, und jetzt gehe ich 5. 3 Schritte zurück und jetzt steht er schön sauber vor mir. Kampfende. 8. 0. Erkrankter junger Wolf. Hilfe eines kranken Wolfs. 25. Passiv. Stufe 2. 35. Passiv. Koboldgezöll Stufe 1. 20. Passiv. Erkrankter junger Wolf. Stufe 1. 15. Einer. 10. 5. Kampfende. 30. Kampfende. 10. 8. 0. Erkrankter junger Wolf. Hilfe eines kranken Wolfs. 40. Passiv. Erkrankter junger Wolf. Stufe 1. 45. 45. 45. 45. 35. 30. 25. 20. 15. 10. 5. 5. Kampfende. Kampfende. 8. 0. Erkrankter junger Wolf. Stufe 1. Fels eines kranken Wolfs. 3/8. 20. Passiv. Erkrankter junger Wolf. Stufe 1. 15. 10. 5. Kampfende. Sind ja genug da. Bauen wir die mal schnell um. 30. Kampfende. 8. 0. Erkrankter junger Wolf. Fels eines kranken Wolfs. 4/8. 20. Passiv. Erkrankter junger Wolf. Stufe 1. 25. Passiv. Erkrankter wilder Waldwolf. Stufe 2. 45. Passiv. Erkrankter junger Wolf. Stufe 1. 40. 35. 30. 25. 20. 15. 10. 5. Kampf again. 5. Kampfende. 8. 0. Erkrankter junger Wolf. Pelz eines kranken Wolfs. Ich loote die immer mit H und G. Also wenn der tot ist, drücke ich H und dann G. Natürlich kann ich auch Soft-Targeting benutzen. Ich schalte das mal ein mit Shift-O. 20. Passiv erkrankter junger Wolf. Stufe 1. 15. 10. 5. Kampf again. Tut erkrankter junger Wolf. Jetzt hat er mir das Soft-Target vorgeschlagen zum Looten, drücke ich nur G. 8-0, erkrankter junger Wolf. Habe ich das gelootet. 20. Passiv erkrankter junger Wolf, Stufe 1. 15. 10. 5. 17. 5. 30. Tut erkrankter junger Wolf. 0, tot erkrankter. Hilfe eines kranken Wolfs. 7, 25. Passiv erkrankter junger Wolf, Stufe 1. 20. 15. 10. 5. 70, Kampf again. 30. Tod erkrankter junger Wolf. 0, erkrankter junger Wolf. Stufe. Erkrankter junger Wolf. Bing bong. Das heißt, dass die Quest ist abgeschlossen. Ich drücke mal Shift O, das Soft-Targeting aus. Dann drücke ich auf L und gucke mal, ob die Quest fertig ist. Versichere ich mich nochmal. Fertig. Wölfe an der Grenze. So, gelb. Da haben wir sie fertig. Annahme plus. Abgabe. Plus. Abgabe plus. Igan Pelzschneider, Questgeber plus Route plus. Einstiegspunkt 21 Meter, Janus Knöchelhammer, besucht 161 Meter, Nordost, Igan Pelzschneider, oh, Menü geschlossen. Ist aber weit weg. Noch 5. Ich habe jetzt einmal Steuerung Shift W gedrückt. Die Route einen Punkt weitergeschaltet. So, ich hüpfe mal. Vielleicht ist hier ein Zaun oder irgendwas. Noch 4. Ja, da war ein Zaun, da bin ich drüber gesprungen. Noch 3. Dazu muss man wissen, die Abtei steht in der Mitte des Nordhaintals. Drumherum ist ein Weg. Und dieser Weg, der sich um die Abtei herum befindet, ist eingezäunt. Und außen befindet sich Wiese. Und da laufen die Wölfe, da sind auch die Kobolde.
Noch zwei weit. Ja, es ist schon von Vorteil, wenn man die Umgebung kennt. Ich kenne das noch von früher, als ich sehen konnte. Und das erleichtert mir natürlich auch noch eins. Das Herumlaufen. Also, ja. So. Ziel erreicht. Da haben wir ihn mit Steuerung Shift-Tab. Quest plus. So. Text, Wölfe an der Grenze. Text, hier, Skuladin, wie läuft die Jagd nach den erkrankten jungen Wölfen? Text, benötigte Gegenstände. Pelz eines kranken Wolfs, verbreitet, 8. Weiter, plus. Weiter. Weiter, plus. Mit Leertaste einfach. Und dann gehe ich nochmal lesen. Text, Wölfe an der Grenze. Text, das war eine unangenehme Aufgabe, Freund, aber ihr habt euch an euren Teil der Abmachung gehalten. Ich habe hier ein paar Sachen, die euch vielleicht gefallen könnten, sucht euch etwas aus. Belohnungen, plus. Oh, dann gucken wir mal bei den Belohnungen. Text, Belohnung wählen. Weiche fellgefütterte Schuhe, verbreitet. Wolfhautarmschienen, verbreitet, 1. Text, ihr bekommt außerdem. Okay. Wolfhautarmschienen, verbreitet, 1. Die Wolfhautarmschienen. Gegenstandslevel, wird beim Aufheben gebunden. Handgelenke, Leder. Sind aus Leder. 15 Rüstung. Aktuell angelegter Gegenstand. Ausgefranste Armschienen, Gegenstandslevel, 5. Handgelenke, Stoff. 4 Rüstung. Ja, die sind auf jeden Fall besser als unsere. Weiche fellgefütterte Schuhe, und verbreitet, 1. Gegenstandslevel, 5. Wird beim Aufheben gebunden. Füße. Stoff. Die sind aus Stoff. Ich nehme mal lieber die Wolfhautarmschienen. Lederarmschienen, da mache ich einen Linksklick. Linksklick. Wolfhautarm. Jetzt habe ich die markiert und ich kann jetzt auch einfach mit Leertaste abgeben. Menü geschlossen. Und jetzt habe ich diese Armschienen in meinem Inventar. Jetzt werde ich mir die natürlich nochmal suchen, aber vorher gucke ich, ob der Questgeber noch eine Quest hat. Ne, der hat nichts mehr. So, drücke ich B, suche mir die Armschienen in Tasche die Tasche. Ich gehe nach rechts, Tasche 1, nochmal nach Ruhestein rechts, in die Tasche 1 hinein und jetzt gehe ich runter. Zwei erfrischendes Quellwasser, 3 Wolfhautarmschienen, 4 struppiger Umhang, 3 Wolfhautarmschienen, da sind sie. Verbreitet, plus. Die ziehen wir mal an mit Rechtsklick. Linksklick, Rechtsklick, 3 Wolfhautarmschienen, verbreitet, gesehen, plus. 4 struppiger Umhang, schlecht, wir haben noch einen Umhang plus gefunden, ich ziehe den auch mal an. Linksklick, Rechtsklick, 4 leer, plus. 5 verdorbener Pelz, 6 gesplitterte Klaue, 7 struppiger Ledergürtel, 8 ausgefranster Umhang, schlecht, 7 struppiger Ledergürtel, schlecht, ich weiß plus nicht, ob ich schon einen anhabe. Gegenstandslevel, 5. Ich gucke mal. Leder, 18 Rüstung. Haltbarkeit, aktuell angelegter Gegenstand, sehr leichter Kettengürtel. Ja, ich habe schon einen Kettengürtel an. 8 ausgefranster Umhang, 9 zerbrochener Fangzahn, 10 Marshall-Mac-Breiz-Dokumente, 1 leer, plus, 1-2 leer, plus. So. Menü geschlossen. Und dann schaue ich nochmal nach Quests in meiner Umgebung. Aktuelle Quests, plus. Questdatenbank, plus. Einmal runter, dann Start in ganz Zone, nach rechts. Nach Entfernung, plus. Also 73 Meter, Milligeldmark, plus. Da, die Milli. Da wollen wir noch hin, die wollen wir uns noch holen. Annahme, plus. Stellvertreter Willem, Questgeber, plus. Zu Stellvertreter müssen. Wir müssen nochmal zum Stellvertreter. Route, plus. Einstiegspunkt, 4 Meter, Igan Pelzschneider, Menü geschlossen. So, der hat, nachdem wir die Wölfe-Quest erledigt hat, noch eine weitere Aufgabe für uns. 28. Diese 28, die man da hört, noch 4. Das ist die Entfernung zum Questgeber, den ich noch im Ziel habe. 28. Noch 3. Noch 2. Noch 1 nah. Ziel erreicht. So, den Steuerungsschiff-Tab. Stellvertreter Willem, Stufe 18. Interagieren. West plus. Und was will er diesmal? Text, Bruderschaft der Diebe. Text, habt ihr schon diese Kopftücher für mich zusammenbekommen? Text, rotes Sackleinen-Kopftuch. Der hat die Quest gar nicht für uns. Ich spreche ihn nochmal an. West plus. Er will, Fortschritt plus, dass wir erstmal Text, Bruderschaft der Diebe. Die Bruderschaft der Diebe erledigen. Also aktuelle machen wir das. Plus. Und das ist jetzt Folgendes. Und zwar, das kann ich euch auch gleich mal erklären. Also es ist so, dass wir eine Quest-Datenbank haben. Und meine Quest-Datenbank, da schaue ich jetzt mal rein. Aktuelle Quests. Quest-Datenbank plus. Eins nach unten, also mit L das Questbuch öffnen, eins nach unten gehen. Und dann gehe ich nach Start rechts. Start in Zone plus. Nach rechts. Nach Entfernung plus. Und nochmal nach rechts. 14 Meter, Milligeldmark plus. So, und er behauptet jetzt, Milli, was? 14 Meter, Milligeldmark plus. Geldmark oder so. Die Quest, die kriege ich jetzt hier. Und zwar bei? Annahme plus. Stellvertreter Willem, Questgeber plus. Beim Stellvertreter Willem. Der hat die Quest aber gar nicht für mich. Und das kommt häufiger vor. Es gibt auch viele Berufsquests, die uns angezeigt werden, die es aber gar nicht gibt. Entweder weil wir den Beruf nicht haben oder weil wir irgendeine Voraussetzung noch nicht erfüllt haben. Wir könnten jetzt sogar recherchieren. Das machen wir jetzt mal. Aktuelle Quest. Ich drücke jetzt nochmal L, gehe runter, gehe nach rechts. Start in Zone plus. Nach Entfernung plus. 14 Meter, Milligeldmark plus. Für diese Quest schaue ich jetzt mal, was da die Vorquest für ist. Und zwar gehe ich dann nach rechts. Annahme, Annahme plus. Und dann gehe ich runter. Abgabe plus. Prequests plus. Da gibt es eine Prequest und das ist die? Wölfe an der Grenze. Wölfe an der Grenze, die haben wir doch gerade erledigt. Annahme, an Igan Pelzschneider, Questgeber plus. Ja, und Igan Pelzschneider haben wir davor erledigt. Route plus. Escape. Menü geschlossen.
Also das verwirrt mich ein bisschen. Eigentlich habe ich Wölfe an der Grenze gemacht. Ich müsste jetzt diese andere Quest bekommen. Bekomme ich aber nicht. Also mache ich einfach erstmal die Bruderschaft. Aktuelle Quest. So, also L, einmal nach rechts, einmal nach unten. Und dann suche ich mir mal Bruderschaft der Diebe. Bruderschaft der Diebe. Und dann suche ich mir davon mal das Ziel. Annahme plus. Ziel plus. Rohling der Defias plus. Oh, so ein Rohling. Route plus. Route. Einstiegspunkt 0 Meter. 379 Meter Ost. Rohling der Defias. Wald von Menü geschlossen. Okay. Noch 8. So, und dann laufen wir da mal hin. Noch 7 weit. Holen wir mal diese Tücher 28. von denen. Noch 6. Also ich möchte mit euch hier auch tatsächlich ein bisschen spielen. Noch 5. Auch im Wald von Elven dann, wo es ein bisschen schwieriger wird, euch zeigen, wie man da überleben kann. Wir gehen dann auch irgendwann nach Sturmwind und hier im Guide möchte ich euch tatsächlich eben bis in die, ja, noch keine 4. Ahnung, Level 10 oder 8 oder so ein bisschen zeigen, wie funktioniert das alles. Also wir machen dann auch die Berufe und das Auktionshaus, also zumindest werden wir die Themen alle anschneiden. Jetzt hänge ich hier fest, ich laufe ein bisschen hin und her. Noch 3. So. Noch 3. Noch 2. Noch 2. Passiv, 25, 25, 15, 15. Mit Tabulator-Taste kann ich vor mir noch gucken, was sich da alles so befindet. Und mit E kann ich mich wieder selbst ins Ziel nehmen. 35. Den da, den wollen wir. 25, 20, 15. Dann hau ich 10, den mal. 5. 20, 4, Kampf beginnen. 70. 60. Oh, der hält schon mehr aus. Nein, 40. 20. 8. 10. Kampfende. 8. Ja. 8. 0. Rohling der Gefährsch. Rotes das kleine Kopftuch. 1 slash 8. 1 von 8. Ich drehe mich mal ein bisschen. Rohling der Gefährsch. Stufe 3. 35. 30. Weinberge von 25. 20. 20. Entdeckt. Weinberge 15, von Nordheim. 10. 5. 80. Kampfenden. 60. Beim Paladin hat man am Anfang nicht so viel zu tun. Aber ich versichere euch, die Knöpfe 1, 2, 3, 4, 5, 6, die man dann halt im Kampf drücken kann, die am nächsten dran sind, die bekommen noch ihre Fähigkeiten, die man wirklich im Kampf dann auch braucht, wie ein Kreuzfahrerstoß, ein Richturteil, eine Weihe, ein Exorzismus. Es gibt da einige Zauber, die man im Kampf dann benutzt. Und die dann eben auf den Tasten 1, 2, 3, 4, 5 und F1 bis F4 relativ nah an der linken Hand sein sollen. 8, 0, Rohling der Gefährsstufe. Rotes das kleine Kopftuch, 3, slash 8. Deswegen verteile ich meine Zauber jetzt auch schon 25, überall. 3. Ich hätte ja auch alles 15, einfach auf 1, 2, 3, 10, 4, 5 legen können. 5. Kampf beginnt. 60. 80. 20. Nein. Kampfende. Nein. Rot ist das kleine Kopftuch. 4 slash 8. Aber dieses Siegel, das ich mir buffe, das hält halt eine halbe Stunde. Das könnte theoretisch auch auf Steuerung F9 liegen. Oder sonst wo. Das ist einfach weit weg, weil das brauche ich nicht so oft. 60. 40. Nein. 20. Nein. Ach, mein Level. Rotes das kleine Kopftuch. 5 slash 8. 30. 25. 20. 15. 10. 5. 80. 40. 8. 0. Rotes das kleine Kopftuch. 6 slash 8. Passiv. Rohling der Gefährsstufe. 70. 80. 50. Nein. 30. 10. Man hört hier den Jungen höchstens mal Nein sagen. 8-0, also Leben habe ich dann 7, da immer noch. 10. Stufe 3. Die machen nicht wirklich Schaden. Also 25, ist alles ganz 20, entspannt hier im 15, Startgebiet. 10. 5. 20. Kampfende. 8-0, Rohling der Gefährsstufe. Rotes das kleine Kopftuch. 8 slash 8. So, da haben wir alle. Aktuelle Quests. Dann gehe ich mal plus auf meine Quest. Nordheintal plus. Fertig. Meldung in Goldhain. Gelb. Fertig. Bruderschaft der Diebe. Gelb. Annahme plus. Ziel plus. Abgabe und die plus. Gebe ich ab.
Stellvertreter Willem. Beim Stellvertreter. Jetzt könnte ich zurücklaufen. Ich mach's mir mal ein bisschen einfacher. Menü geschlossen. Taschen plus. Tasche 1 plus. 1 Ruhestein. Verbreit. Linksklick. Rechtsklick. 1 Cast. Ich benutze meinen Ruhestein und komme damit an den Spawnpoint genau vor Stellvertreter Wilhelm. Da brauche ich die Stecke nicht laufen. So, und drücke ich Steuerung Shift Tab. 1 Ruhestein. Stufe verbreitet. Plus. Oh, meine Tasche ist noch offen. So, machen wir die zu. Und dann drücke ich Interagieren. Da haben wir ihn. Text. Bruderschaft der Diebe. Text. Habt ihr schon diese Kopftücher für mich zusammenbekommen? Text. Benötigte Gegenstände. Rotes Sackleinenkopftuch. Weiter. Plus. Linksklick. Weiter. Plus. Text. Bruderschaft der Diebe. Text. Ah, wie ich sehe, seid ihr zurück und habt Kopftücher dabei. Die Armee von Sturmwind weiß eure Hilfe zu schätzen. Belohnungen. Plus. Text. Belohnung wählen. Miliz Dolch. Verbreitet. Milizhammer, verbreitet, 1, Miliz Kurzschwert, Milizkriegshammer, Miliz Stecken, verbreitet, Text, ihr bekommt außerdem 5 verschiedene Waffen, ein Stecken, ist ein Stab, 1, Gegenstandslevel, für, wird beim Aufheben gebunden, zweihändig, Stab, Milizkriegshammer, verbreitet, 1, Gegenstandslevel, für, wird beim Aufheben gebunden, zweihändig, ist ein zweihändiger Streitkolben, ich denke, das passt ganz gut für einen Paladin, den werde ich mir aussuchen, Linksklick, Milizkriegshammer, ansonsten gibt es noch ein Kurzschwert, das ist ein Einhandschwert. Wird beim Aufheben gebunden. Waffenhand. Schwert. Milizhammer, verbreitet. Da gibt es dann noch einen Hammer. Wird beim Aufheben gebunden. Waffenhand. Waffenhand ist auch einhändig. Milizdolch, verbreitet. Und ein Dolch ist auch einhändig. Ich möchte aber Milizkriegshammer, diesen Kriegshammer, den habe ich jetzt mit Linksklick schon ausgewählt. Und dann drücke ich Leertaste. Auswahl plus. So, jetzt geht es hier gleich weiter. Text. Guten Tag, Paladin. Normalerweise würde ich jetzt meine Runde machen und die Leute von Sturmwind beschützen, doch viele der Wachen von Sturmwind kämpfen in fremden Landen. Daher mache ich jetzt hier Vertretung und setze Kopfgelder aus, wo ich doch eigentlich lieber auf Patrouille sein würde. Punkt, Punkt, Punkt. Verfügbare Quest Milligeldmark plus. Ah. Verfügbare Quest Kopfgeld auf Garrick Schleichfuß plus. Zwei Quests. Verfügbare Quest Kopfgeld auf Garrick. Den verfügbare Quest Milligeldmark plus. Und da ist auch die Quest, die wir gesucht haben. Linksklick. Verfügbare Details plus. Reisen sicher sein. Text. Milligeldmark. Text. Ihr habt euch als verlässlich erwiesen, Skuladin. Verlässlich und ohne Angst, euch auch mal die Hände schmutzig zu machen, wie. Tja, eine Freundin von mir, Milligeldmark, hat ein paar Probleme. Sie ist mit ihrem Wagen auf der anderen Seite der Abtei in der Nähe des Stalls. Ich bin mir sicher, sie könnte eure Hilfe gut gebrauchen. Text, Quest Ziel, Text, sprech mit Milligeldmark. Menü geschlossen. Dann spreche ich ihn nochmal an. Quest plus. Text, Kopfgeld auf Garrick Schleichfuß. Text, Garrick Schleichfuß, ein Dieb und Halsabschneider, der schon seit Wochen unseren Bauern und Händlern das Leben schwer macht, ist bei einem Schuppen in der Nähe der Weinberge gesehen worden. Die Weinberge liegen im Osten der Abtei auf der anderen Seite der Brücke. Bringt mir den Kopf des Schurken und verdient euch das Kopfgeld, das auf ihn ausgesetzt ist. Menü geschlossen. So, sollen wir den Chef erledigen und wir sollen noch mit Millie sprechen. Vorher möchte ich aber ganz kurz meine Taschen checken, weil wir haben ja einen Kolben gekriegt, den möchte ich anlegen. Taschen plus. Tasche, 1 Ruhestein, 2 erfrischendes Quellwasser, 3 ausgefranste Armschienen, 4 Millis Kriegshammer, verbreitet. Da, plus. Den ziehen wir an. Linksklick, rechtsklick, 4 kampferprobte Hammer, verbreitet. Ja, weiter. Plus. 5 verdorbener Pelz, 6 gesplitterte Klaue, 7 struppiger Ledergürtel, 8 ausgefranster Umhang, 9 zerbrochener Fangzahn, 10 Marschall Magbreits Dokumente, 11 struppige Lederarmschienen, 12 ausgefranste Hose, schlecht, 13 sehr leichte Kettenhose, schlecht, plus. Oh, eine Kettenhose, wollen wir mal gucken, was wir anhaben. Gegenstandslevel, Beine, schwere Rüstung, 37 Rüstung. Die hat 37 Rüstung. Haltbarkeit 35, aktuell angelegter Gegenstand, knappen Hose, schlecht, Gegenstandslevel, 1, Beine, Stoff, 2 Rüstung. Hat nur 2 Rüstung, also legen wir die hier an. Linksklick, rechtsklick, 13 knappen Hose, schlecht, plus. So. 1,4 leer, plus. 1,5 leer, plus. Okay. Menü geschlossen. Und da wir jetzt schon 12, 13 Plätze belegt haben, werde ich jetzt erstmal verkaufen, damit meine Taschen leer sind. Das heißt, ich gehe wieder zu diesem... 0 Meter, Spannpunkt, Nord, 2 Meter, Nord, Stellvertreter Willem, Questgeber, Wald von Elwin, 1. Also ich weiß es, ich weiß ja nicht, ob ihr das noch wisst, aber wenn ich nicht weiß, wie das, wo ich hin wollte, habe ich ja die Möglichkeit, nach vielen verschiedenen Dingen zu suchen. Ich kann nach einem Händler suchen, nach einem Schmied oder einfach Rüstung oder Waffen oder Schild oder ich kann hier nach allen möglichen Wörtern suchen. Ich suche ja Gudrik Rothgar, den Schild- und Rüstungsschmied und ich drücke jetzt Shift F10. Einstiegspunkt 0 Meter, Spannpunkt Nordheintal, Wald von Elwin plus. Das ist mein Einstiegspunkt und dann gehe ich nach rechts. 2 Meter, Nord, Stellvertreter Willem, Questgeber, Wald von Elwin, 1. Hier könnte ich jetzt filtern, ich kann aber auch einfach mit Pfeiltaste runtergehen. 30 Meter, Nordwest, zentraler Punkt, Nordheintal, Wald von Elwin. 55 Meter, Südost, erkrankter wilder Waldwolf, Wald von Elwin. 58 Meter, Nord, Gudrik Rothgar, Rüstungsschmied und Schildmacher, Wald von Elwin, 1. Da ist er. Menü geschlossen. Noch 2 weit. In jedem Gebiet sollte man sich jemanden suchen, der repariert. Damit man weiß, wo man hingehen kann zum Verkaufen. Und es ist immer gut, wenn man auch repariert. Noch nach 5, 6 Mal sterben, beginnt die Rüstung wirklich kaputt zu gehen. Das heißt, wir können das auch sehen, und zwar in der Übersichtsseite. 1 Skuladin,
Plündern, als Gruppe, allgemeines. Gesundheit, 100%. Mana, 100. PvPD aktiviert. Reparaturstatus, 11 okay. 11 okay, meine 11 Gegenstände sind noch okay, wenn ich überhaupt 11 anhätte. So, hier bin ich beim Händler. Dame Johns, Stufe 5, Zug- und Lederrüstungshändler. Patrick Rutger, Stufe 5, Rüstungsschmied und Schildmacher. So, Steuerung Shift Tab habe ich ihn gefunden. Händler plus. Interagieren. Händler plus. Jetzt hat man das schon geklimpern gehört. Da hat automatisch allen Schrott verkauft. Jetzt gucke ich nochmal in meine Tasche. Dafür gehe ich nach unten. Taschen plus. Nach rechts. Tasche 1 plus. Nochmal nach rechts. 1 Ruhestein verbreitet plus. Dann gehe ich runter. 2 erfrischendes Quellwasser verbreitet plus. 3 leer plus. 4 kampferprobte Hammer verbreitet plus. So, das ist mein alter Hammer, der kann weg. Linksklick, rechtsklick. 4 leer plus. 5 leer plus. 6 leer plus. 7 leer plus. 8 leer plus. 9 leer plus. 10 Marschallmarkreiz Dokumente. 1 leer plus. 1-2 leer plus. 1-3 leer plus. 1-4 leer plus. 1-5 leer plus. 1-6 leer plus. Sortieren und aufräumen plus. Okay. Menü geschlossen. So, dann gehen wir mal zu Millie. Quest auf. Aktuelle Quests plus. Alle plus. Nordheintal plus. Millie-Geldmark gelb plus. Genau, zu dem Millie wollen wir hin. Annahme plus. Abgabe plus. Die Abgabe ist bei. Millie-Geldmark Questgeber plus. Route plus. Einstiegspunkt 151 Meter Nordost. Millie-Geldmark Questgeber. Menü geschlossen. Ich ziehe hier das Tempo einfach mal ein bisschen an. Wie das funktioniert, habe ich ja schon oft genug erklärt. Wenn das zu schnell geht, sagt mir das 28. bitte. Schreibt es in die Kommentare. Aber wir wollen ja auch ein bisschen was schaffen. Noch eins. Und wir haben noch 2 Quests im Startgebiet, dann geht's los. Dann reisen wir in die große, weite Welt hinaus. Ziel erreicht. Da ist Millie. Millie Geldmark Stufe 2. Best plus. So, was Text, möchte sie? Millie Geldmark Text. Ach, Stellvertreter Willem hat euch also gesagt, ihr sollt mit mir reden, ja. Er ist ein tapferer Kerl und immer bereit, mir zu helfen, aber seine Pflichten halten ihn in der Abtei von Nordhain fest und ich fürchte, das Problem, das ich heute habe, ist etwas zu groß für ihn. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Belohnungen plus. Abschließen plus. Abschließen plus. Abschließen plus. Best plus. Sicher sein. Das bietet sie mir eine Folgequest an. Details plus. Text. Millies Ernte. Text. Eine Bande von Briganten, die Defias, sind in die Weinberge von Nordhain eingedrungen, als ich gerade bei der Weinlese war. Ich habe es den Wachen von Nordhain gemeldet und sie haben mir auch versprochen, dass sie sich darum kümmern würden, aber ... Ich habe Angst um meine Traubenernte. Selbst wenn die Defias sie nicht stehlen, befürchte ich, dass unsere Wachen beim Vertreiben der Rohlinge alles zertrempeln. Bitte, ihr müsst mir helfen. Die meisten Trauben sind schon in Eimern gesammelt, aber ich habe sie in den Weinbergen im Südosten zurückgelassen. Bringt mir diese Kübel. Rettet meine Ernte. Die Kübel mit Trauben sollen wir besorgen. Text. Quest Ziel. Text. Bringt 8 Kisten mit Millies Ernte zu Millie Geldmark in der Nähe der Abtei von Nordhain. Belohnungen plus. Annehmen plus. Linksklick. Oh, Menü geschlossen. Das machen wir. Aktuelle Quests plus. Die Quests. Alle plus. Auf. Nordheintal plus. Millies Ernte. Gelb plus. Da ist die Quest. Annahme plus. Und das Questziel. Ziel plus. Millies Ernte plus. Route plus. Einstiegspunkt 1 Meter, Milligeldmark, Questgeber, 318 Meter, Südost, Objekt 161.557, Millis Ernte, Wald von Elven, 26. Millis Ernte. Geschlossen. Suchen wir doch mal so ein Objekt. Noch 8 weit. 28. Noch 7. Früher war dieser Abschlussteil, also der Bereich, wo wir jetzt hier diese Defia-Räuber finden und wo wir die Ernte sammeln sollen und wo wir gleich auch noch den Chef töten sollen, das war schon ein Bereich, wo die Gegner auch aggressiv waren. Das wurde geändert. Früher mussten wir hier tatsächlich schon aufpassen, dass uns keiner haut. Das ist jetzt ganz schön. Ich kann jetzt direkt zu dieser Ernte hingehen. Jetzt hänge ich hier fest. Oh nein, Wasser. Ein Bach. Noch 5. Wir können jetzt einfach auf dieses Feld spazieren. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe und mal Tab drücke. Passiv Rolling der Gefahr Stufe 3. 35. Passiv Rolling der Gefahr Stufe 3. Jetzt nehme ich mit E mich wieder ins Ziel. Hier sind überall um mich herum schon die Räuber. Die tun mir aber nichts. Die sind alle passiv hier im Startgebiet. Und ja. Weinberge das ist ganz nett. Dann kann ich in Ruhe die Quest hier erledigen, ohne kämpfen zu müssen. Früher mussten wir uns hier durchkämpfen. Noch eins nach. So, jetzt bin ich da. Aber wo ist denn jetzt die Ernte? Also diese Kübel mit Trauben. Wie finde ich die denn? Vielleicht hat jemand eine Idee? Ich höre. Natürlich mit Soft-Targeting. Also, Shift-O. Millies Ernte. Vor uns ist der Eimer. Ich drücke jetzt Interagieren. Cast. Millies Ernte. 1/8. Mit Soft-Targeting können wir Gegenstände in der Welt finden und dann auch einfach einsammeln. Ich drehe mich einfach mal im Kreis. Vielleicht gibt es ja noch einen Pot hier. Nee,
direkt in meiner Nähe steht kein zweiter Eimer und jetzt möchte ich zum nächsten Eimer gehen und da benutze ich gar nicht das Questbuch oder eine Route, sondern ich nehme einfach nur den Wegpunkt, also Shift F9. Besucht 1 Meter Nordwestobjekt 161.557 Millisernte Wald von Elvin 26. So, weil ich nicht genau weiß, wie das alles geschrieben wird, also der Name von Milli, schreibe ich einfach Ernte. A-R-N-T-E plus. Und gehe runter. Besucht 1 Meter Nordwestobjekt 161.557 Millisernte Wald von Elvin 26 plus. Bei dem ersten wird gesagt besucht, da war ich also schon, da bin ich ja jetzt auch gerade. 8 Meter Ostobjekt 161.557 Millisernte Wald von Elvin 29 plus. Okay, dann gehen wir zu dem in 8 Meter Entfernung. Filter entfernt. Objekt 161.557 Millisernte, Wald von Elvin 29 ausgewählt. Das Reden, kann man mit Steuerung V unterbrechen. Wegpunkt erreicht. So, hier ist aber keiner. Also wieder Shift F9. Besucht 0 Meter Nord, Objekt 161.557. ERNTE plus. Dann runter. Besucht 0 Meter Nord, Objekt 161.557. Den habe ich bereits besucht. Besucht 8 Meter West, Objekt 100. Den habe ich bereits besucht. 13 Meter Nord, Objekt 161.557 Millisernte, Wall von Filter entfernt. Objekt 161.557 Millisernte, Wall von Elvin 24 ausgewählt. Menü geschlossen. Wegpunkt erreicht. Hier ist auch keine Ernte. Dann den nächsten. Besucht 1 Meter Nordost, Objekt ERNTE plus. Besucht 1 Meter, 9 Meter Nordwest, Objekt 101. Filter entfernt. Wegpunkt erreicht. Shift F9. Besucht 2 Meter Südost, Objekt Ernte. ERNTE plus. Besucht 10 Meter Nordwest, Objekt 101. Filter entfernt. Menü geschlossen. Ich nehme nur die, die ich noch nicht besucht habe. Millisernte. Da ist einer. Kann ich interagieren drücken? Millisernte, Maus auf Objekt. Millisernte. So, jetzt muss ich aber diesen Wegpunkt noch treffen, damit ich den als besucht markiere. Wegpunkt erreicht. So, und jetzt mache ich wieder Shift F9. Besucht 2 Meter Nordwest, Objekt. Schreibe Ernte. Plus. Besucht 2 Meter Nordwest, 8 Meter Ost, Objekt 161, Filter entfernt, Menü geschlossen. Und ich laufe halt alle Wegpunkte ab, Wegpunkt wo eine Ernte sein könnte. Besucht 0 Meter. Und dadurch, dass ich Soft Target eingeschaltet habe, schlägt er es mir auch immer sofort vor, wenn wirklich ein Eimer da steht. Besucht 0 Meter Süd, 9 Meter Südost, Objekt 100, Filter entfernt. Wegpunkt erreicht. Besucht 0 Meter. Besucht 0, besucht 9 Meter, besucht 10 Meter, 11 Meter Südost, Objekt 1, Filter entfernt. Wegpunkt erreicht. Besucht 2, besucht 2, 7 Meter Süd, Objekt 1, Filter entfernt, Menü geschlossen. Ist aber wenig Ernte heute da. Besucht 2 Meter, besucht, besucht 10 Meter, besucht 13 Meter, besucht 13 Meter, 14 Meter Südost, Objekt 1, Filter entfernt. Millisernte. Millisernte. Cast. Da haben wir mal wieder Erfolg. Millisernte. 3/8. Besucht 2. ER. Besucht 2 Meter. Nordwest. Objekt 161.000. 6 Meter. Ost. Objekt 100. Filter entfernt. Menü geschlossen. Millisernte. Wegpunkt erreicht. Millisernte. Millisernte. Cast. Millisernte. 4/8. So, die Hälfte habe ich. Und ich bin dann gleich wieder da. Ich sammle jetzt die restlichen ein. Ihr habt gesehen, wie es geht und dann machen wir gleich zusammen weiter. Also kurze Pause. So, und dann sind wir wieder und jetzt sammle ich noch Millisernte, Maus auf Objekt. Millisernte, 8/8. Die letzte Ernte ein. Ja, und dann haben wir hier noch eine zweite Quest. Wir sollen irgendwie den Chef hier umhauen von den Räubern. Aktuelle Quests plus. Alle plus. Nordheintal plus. Fertig. Meldung in Goldhain. Kopfgeld auf Garik Schleichfuß. Gelb. Plus. Der Schleichfuß. Da lassen wir uns doch da mal hin navigieren. Annahme plus. Ziel plus. Garik Schleichfuß plus. Route plus. Einstiegspunkt 184 Meter Ost. Garik Schleichfuß. Wald von Elvin. Ein. Menü geschlossen. Noch 4 weit. Der ist ja gar nicht weit weg. Noch 3. Noch 2. Das bedeutet, wenn ich den erreiche, beim nächsten Wegpunkt, da steht der schon. Noch 1. Da hinten steht er. Ich kann jetzt Tab drücken. 45. Da ist er. Jetzt habe ich ihn schon im Target. Also ich kann nochmal Tab drücken. 45. Garrick Schleichfuß. Okay, dann mache ich mal das Shift F12. Das Beacon aus und dann greife ich ihn mal an. 45. 40.
35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Kampf beginnt sich. 17. Richtung. Ich gehe mal rückwärts, wenn er Richtung sagt. Richtung. Oder ich drücke Interagieren. 60. Jetzt schlage ich ihn auch wieder. 40. 20. 7. 10. Garrick Gleichfuß. 7. So, und dann loote ich ihn. 8. Gleichfuß. Garrick. 9. So, jetzt müssten wir den Kopf 10. haben. Das Soft-Targeting hat jetzt so viel Ausgaben unterbrochen, ich drücke mal Shift-O, dass nicht mal das Geräusch kam, ob die Quest erledigt wurde oder nicht. Also schaue ich jetzt mal im Questbuch nach. Aktuelle Quests plus. Alle plus. Nordheintal plus. Fertig. Meldung in Goldhain. Gelb. Plus. Fertig. Kopfgeld auf Garrick Schleichfuß. Gelb. Plus. Fertig. Wir haben den Kopf. Level 5. Fortschritt. Garricks Kopf. 1/1. Fertig. Okay. Und wir wollen ja wieder zum Stellvertreter. Wir nutzen einfach wieder unseren Ruhestein. Taschen plus. Ich drücke B. Tasche 1 plus. 1 Ruhestein. Verbreitet. Plus. Linksklick. Rechtsklick. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Oh. Ja, da gibt es eine Abklingzeit. Das wollte ich euch mal zeigen. Das sieht man im Tooltip von dem 1 Ruhestein. Von dem Ruhestein. Plus. Gegenstandslevel 1. Seelengebunden. Einzigartig. Benutzen. Bringt euch zurück. Verbleibende Abklingzeit. 12 Minuten und 28 Sekunden. Der hat eine halbe Stunde Abklingzeit, glaube ich. Ja, Escape. Menü geschlossen. Dann müssen wir wohl laufen. Aktuelle Quests. Alle. Nordheintal. Plus. Fertig. Meldung in Goldhain. Fertig. Kopfgeld auf Garrick. Fertig. Millisernte. Ich bringe erstmal die Ernte plus. Weg. Annahme. Plus. Ziel. Plus. Abgabe. Plus. Milligeldmark. Questgeber. Plus. Route. Plus. Einstiegspunkt. 1 Meter. Garrick Schleichfuß. Menü geschlossen. Man darf ja nicht vergessen, wir haben 8 Eimer mit Trauben eingesammelt und sind dann zu dem Boss gegangen. Und mit 8 Eimern Trauben haben wir den Boss auch noch erledigt und dann auch noch den Kopf eingesammelt. Noch 7. Wir sind bestimmt ganz schön beladen. So stelle ich mir das zumindest vor. Im Spiel sieht man davon natürlich nichts. Noch 6. Nordheintal. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Ziel erreicht. So, dann stehen wir bei Milligeldmark. Kapitän Stufe 5, Schurkenlehrer. Milligeldmark Stufe 2. Da haben wir sie. West Plus. Text, Millisernte. Text, habt ihr meine Ernte, Skoladin? Text, benötigt Millisernte, verbreitet. Weiter, plus, weiter, plus. Guten Tag auch. Text, Millisernte. Text, oh, danke, Skoladin. Ihr habt meine Ernte gerettet. Und ich hoffe, ihr habt einigen von diesen Defias gezeigt, dass sie hier nicht so einfach Ärger machen können. Wir sind zurzeit zwar knapp an Wachen, aber glücklicherweise haben wir Helden wie euch, die uns beschützen. Belohnungen, plus. Text, ihr bekommt. Text, Erfahrung, 270. Belohnungen, plus. Also keine Gegenstände, sondern nur Erfahrung und vielleicht Text, auch Gold. Ihr bekommt. Text, Erfahrung, 2. Text, Erfahrung, nee, nur Erfahrung. 270. Belohnungen, plus. Abschließen, plus. Linksklick. Details plus. Haben wir das erledigt? Text, aber es gibt noch eine Folgequest. Text, Traubenliste. Text, jetzt, wo meine Ernte in Sicherheit ist, bringt diese Traubenliste zu Bruder Nials. Er ist verantwortlich für die Essens- und Getränkevorräte von Nordhain und ich bin mir sicher, er wird hoch erfreut sein zu hören, dass er frische Trauben bekommt. Ihr findet Bruder Nials im Glockenturm der Abtei, wo Im er gern seinen Wein probiert. Glockenturm. Text, Questziele. Text, bringt die Traubenliste zu Bruder Nials in der Abtei von Nordhain. Belohnungen plus. Annehmen plus. Linksklick. Menü geschlossen. Ja. Aktuelle Quests. Start in Zone. Nach Entfernung. Moment. Menü geschlossen. Aktuelle Quests. Alle. Plus. Nordheintal. Fertig. Traubenliste. Gelb. Die Traubenliste, die bringen wir jetzt auch noch schnell weg. Annahme. Plus. Abgabe. Plus. Bruder Nials. Questgeber. Plus. Route. Plus. Einstiegspunkt. 2 Meter. Milligeldmark. Questgeber. Wald von Elvin. 1. Plus. Menü geschlossen. In den Glockenturm. Der Glockenturm. Das ist für uns Blinde. Wirklich ein Päckchen. Also wir müssen da eine Wendeltreppe 28. hoch, die wirklich eng ist. Ihr werdet das gleich sehen. Wir kommen jetzt in die Abtei rein. Und in der Abtei, man hört schon, 18 Punkte. Also die Treppe hoch hat das dann ganz viele Punkte, damit wir eben immer nur einen Schritt und dann wieder ein neuer Punkt und so. Damit wir eben das schaffen, da hochzukommen. Es gibt Startgebiete, wie zum Beispiel bei den Elfen. Noch 17.
Da gibt es häufiger auch solche Wendeltreppen. Das ist wirklich schwierig. Also auch wenn man Horde spielt, man muss häufig auf irgendwelche Türme hoch, um da den Flugmeister zu benutzen. Man muss da sehr genau laufen und das ist nicht ungefähr unbedingt angenehm. Also es kostet halt einfach viel Zeit. Drinnen. Aber der Bruder braucht ja die Traubenliste. So, wir sind jetzt drinnen und es sollte jetzt auf die Treppe zugehen. Ich gehe ganz vorsichtig und genau. Haupthalle. Noch 12, na. Inne 1, noch 11. Noch 10. Noch 9. Noch 8. Noch 7 weit. Noch 6. Jetzt komme ich nicht mehr zum nächsten. Ich will jetzt aber auch keinen großen Bogen laufen, dann falle ich von der Treppe. Deswegen drücke ich STRG SHIFT S. Noch 7 nach. Und schalte den vorherigen Wegpunkt wieder ein. 6 Uhr, 5 Meter. Der ist hinter mir. Da gehe ich wieder hin. Noch 6. Und probiere es nochmal. Noch 5. Inner 2, noch 4. Noch 3. Noch 2. Noch 1. Ziel erreicht. Ach, Bruder Nils, Stufe 50. Hallo Bruder, ich habe eine Liste für dich. Text, Traubenliste. Text, ihr seht so frohgemut aus. Kommt, setzt euch und trinkt etwas. Text, benötigte Gegenstände. Traubenliste, weiter, plus. Weiter, plus. Schönen Tag auch. Text, Traubenliste. Text, dann zeigt mal her, Punkt, meine Güte. Millis Trauben sind gerettet. Als sie mir erzählte, dass Briganten ihren Weinberg überfallen haben, wäre ich fast verzweifelt, doch ich habe den Glauben an das Licht nicht verloren. Und dank eures Heldenmutes haben wir jetzt Trauben, um neuen Wein herstellen zu können. Möge das Licht euch segnen und über euch wachen, Skuladin. Ja, das Licht und der Wein. Das sind genau die Dinge, die ein Paladin braucht. Belohnungen plus. Gibt's Belohnungen? Text. Belohnung wählen. Weinbefleckter Umhang. Verbreitet. 1 oh. Plus. Geklammerter Gürtel. Verbreitet. Text. Ihr bekommt außerdem. Okay, was ist das für ein Gürtel? Verbreitet. Gegenstandslevel. Für, wird beim Aufheben gebunden. Taille. Schwere Rüstung. 38 Rüstung. 38 Rüstung. Aktuell. Sehr leichter Kettengürtel. Gegenstand. Taille. Schwere Rüstung. 24 Rüstung. Oh, der hat mehr als unserer. Dann nehmen wir doch den Gürtel. Linksklick. Geklammert. So, Leertaste. Menü geschlossen. Abgegeben, ziehe ich den Gürtel auch gleich an. Taschen plus. Mit B die Tasche öffnen. Nach Tasche rechts, plus. Nach rechts. 1 Ruhestein. Runter. 2 erfrischendes Quellwasser. 3 geklammerter Gürtel. Verbreitet. Und den mit plus. Rechtsklick. Linksklick. Rechtsklick. 3 sehr leichte anziehen. Kettengürtel. Schlecht. Plus. Menü so. Geschlossen. Escape und dann gehen wir noch zu dem Stellvertreter. Aktuelle Quests. Den Kopf wegbringen. Alle plus. Nordheintal plus. Fertig. Kopfgeld auf Garrick Schleichfuß. Annahme plus. Ziel plus. Garrick Schleichfuß. Ziel plus. Abgabe plus. Stellvertreter Willem, Route, plus. Einstiegspunkt E207, halt. Einstiegspunkt E2, 1 Meter, Bruder Nials, Questgeber, Wald. Hier ist es jetzt wichtig, in einem Gebäude darauf zu achten, den richtigen Einstiegspunkt zu haben. Ich habe jetzt hier als Einstiegspunkt E2 Bruder Nils. Einstiegspunkt E2, 1 Meter, Bruder Nials, Questgeber, Nials. Wald von Elwin, 1 plus. Und zwar E2 heißt, es ist in Ebene 2, also quasi im Glockenturm oben ist die zweite Ebene in diesem Gebäude. Und wenn ich jetzt aus Versehen Einstiegspunkt E1, 4 Meter, Autoabteil von Nordhain, Wald von zum Beispiel Elwin, 209 so E1 plus. Oder so habe, dann startet die Route, aber denkt, ich bin im Erdgeschoss oder woanders in einer anderen Ebene und führt mich natürlich über eine andere Strecke. In einer anderen Ebene kann die Tür aber an einer anderen Stelle in der Wand sein. Also von daher immer in Gasthäusern und Gebäuden darauf achten. Einstiegspunkt E2, 1 Meter, Bruder Nials, Questgeber, Wald von Elwin, 1 plus. Das ist der Einstiegspunkt, den kann man also mit hoch und runter wählen bei Routen. Dass das immer der NPC ist, der auch vor euch steht oder zumindest die Ebene, auf der ihr euch befindet. 227 Meter Südwest, Stellvertreter Willem, Questgeber, Wald von Elwin, okay. 1. Menü geschlossen. Dann gehen wir doch mal zum Stellvertreter. Noch 18. Die Treppe wieder runter. Noch 17. 28. Noch 16. Noch 15. Noch 14. Inne 1, noch 13. Jetzt bin ich schon die Treppe halb runter.
Noch 12. Oder ganz? Noch 11. Anscheinend ja. Noch 10. Noch 9. Noch 8. Noch 7 Haupthalle. Ebene 0, noch 6 weit. Jetzt sind wir Ebene 0, also auf Bodenniveau. Noch 5 Nahabtei von Nordhain. Ich häng fest. Noch 6. Steuerung Shift S, einmal zurückgeschaltet. Noch 5. Vorherigen Wegpunkt angelaufen. Noch 4 weit. Einmal ein bisschen links, rechts. Draußen. Ja, bin ich vorbeigekommen. Nordheintal. Noch 3. Noch 2. Noch 1 nah. Ziel erreicht. Ach. Stellvertreter Willem, Stufe 18. Hallo. West Plus. Text. Kopfgeld auf Garrick Schleichfuß. Text. Habt ihr Garricks Schuppen gefunden? Sind wir diese? Text. Benötigte Gegenstände. Garricks Kopf. Verbreitet. 1. Ich lese den Text mal für euch, mit euch. Text. Text. Habt ihr Garricks Schuppen gefunden? Sind wir diesen Schurken endlich los? Na, sind wir den Schurken los? Text. Haben wir den Kopf benötigt dabei? Garricks Kopf. Verbreitet. 1. Weiter. Plus. Linksklick. Weiter. Plus. Text. Kopfgeld auf Garricks Schleichfuß. Text. Ha, ihr habt ihn erwischt. Ihr habt ganz Elvin einen großen Dienst erwiesen und euch ein schönes Kopfgeld verdient. Belohnungen plus. Abschließen plus. Belohnungen plus. Text. Belohnung wählen. Schmale Hose. Verbreitet. 1 plus. Eine schmale Hose. Mehrlackige Tunika. Verbreitet. Eine Tunika. Fenrich-Umhang. Verbreitet. Fenrich-Umhang. Text. Ihr bekommt außerdem. Okay, schauen wir mal, was das für Sachen sind. Fenrich-Umhang. Gegenstand. Wird beim Aufheben gebunden. Rücken. Der Rücken. 5 Rüstung. Hat 5 Rüstung. Aktuell angelegter Gegenstand. Struppiger Umhang. Gegenstandslevel. Rücken. Und meiner 3 Rüstung. Hat 3 Rüstung. Und was ist das da für eine Tunika? 1 plus. Gegenstandslevel 5. Wird beim Aufheben gebunden. Brust. Leder. 33 Rüstung. 33 Rüstung. 33 Rüstung. Ja. 33 Rüstung. Da habe ich noch gar nichts an. Also wenn ich weiter runtergehe mit Shift-Pfeil runter, da kommt dann auch gar nicht angelegter Gegenstand, weil ich habe nichts an. Also ich habe noch gar keine Tunika, keine Brustrüstung irgendwie an. Das heißt, ich werde hier diese Tunika wählen. Mehr Lucky. Das ist besser als gar nichts anzuhaben. So, und dann drücke ich Leertaste. Menü geschlossen. Dann haben wir die Quest abgeschlossen. Jetzt ziehe ich die Tunika an. Taschen, Tasche, 1 Ruhestein, 2 erfrischendes Quellwasser, 3 sehr leichter Kettengürtel, 4 mehrlackige Tunika, verbreitet, plus. Linksklick, rechtsklick, 4 mehrlackige Tunika, verbreitet, plus. So, und jetzt 3 sehr leichter Kette, 4 mehrlackige Tunika, verbreitet, haben wir zum Beispiel plus. Diesen typischen Taschenaktualisierungsfehler. Er sagt jetzt immer noch, auf 4 würde diese Tunika liegen. 3 sehr leichter Kette, 4 mehrlackige Tunika, verbreitet. Dabei habe ich die mit Rechtsklick angeklickt und angezogen. Die liegt gar nicht mehr auf diesem Platz, aber die Taschen wurden nicht aktualisiert. Ich könnte sie jetzt zumachen und wieder aufmachen. Dann ist der Platz leer. Oder ich könnte versuchen, das hier einfach mal links zu klicken. Linksklick. 4 leer. Dann aktualisiert er und wenn ich eins hoch und runter gehe. 3 sehr leichter Kettengürtel. 4 leer plus. Zeigt er mir, hey, der Platz 4 ist leer. So, Escape. Menü geschlossen. Jetzt schauen wir nochmal, ob es Quests in der Gegend gibt. Aktuelle Quests plus. Questdatenbank eins plus. Runter. Start in Zone plus. Nach rechts. Nach Entfernung plus. Nochmal. 131 Meter Ruhe und Entspannung plus. Das lesen wir mal. Ruhe und Entspannung. Abgeschlossen. Nein. Zone unbekannt. Level 5. Ein. Ziele. Sprecht im Gasthaus zur Höhle des Löwen mit Gastwirt Fali. Okay. Das ist eine Quest, die führt uns auch in das Gasthaus zur Höhle des Löwens. Und das ist, steht in Goldhain. Wir haben schon eine Quest, die uns nach Goldhain führt. Und ich werde jetzt diese Quest abholen. Annahme plus. Falkhan-Isenlauf, Questgeber plus. Route plus. Einstiegspunkt 1 Meter. Stellvertreter Willem, Questgeber, Wald von Elvin 1 plus. Menü geschlossen. So, ich habe einfach mit Enter durch bestätigt. So, und jetzt noch 4. Hole ich mir die Quest ab. Noch 3 weit. Und dann reisen wir nach Goldhain. 28. Noch 2. Noch 1. Ziel erreicht. Steuerung Shift Tab. Wache von Nordhain Stufe 65. 10. 15. Nochmal Steuerung Shift Tab. 20. Balkan Isenlauf Stufe 10.
Das war der Typ. West plus. Dann gucken wir mal, was er will. Details plus. Text, Ruhe und Entspannung. Text, jeder Abenteurer sollte ausruhen, wenn ihn die Erschöpfung überkommt und es gibt keinen besseren Platz für Ruhe und Entspannung als das Gasthaus zur Höhle des Löwen. Gastwirt Fali, der Inhaber der Höhle des Löwen, ist mein bester Freund. Wenn ihr ihm sagt, dass ich euch geschickt habe, dann gewährt er euch vielleicht einen Spezialrabatt auf Essen und Trinken. Das Gasthaus zur Höhle des Löwen findet ihr, wenn ihr auf der Straße nach Süden reist, ihr könnt es nicht verfehlen. Text, Questziele. Text, sprecht im Gasthaus zur Höhle des Löwen mit Gastwirt Fali. Belohnungen plus. Annehmen plus. Linksklick. Menü geschlossen. Okay, jetzt haben wir zwei Quests, die uns nach Goldhain führen. Und wir gucken dann nochmal nach verfügbaren Quests. Aktuelle Quests plus. Questdatenbank plus. Start in Zone plus. Nach Entfernung plus. 424 Meter Koboldkerzen plus. Und dann gibt es in 400 Meter Entfernung die Quest Koboldkerzen. Koboldkerzen. Und dann, wenn ich den Tooltip lese. Zone unbekannt. Level 7. Ziele. Das ist schon Level 7. Level 7, 3. Wir sind nicht so groß. Ziele. Bringt 8 große Kerzen nach Goldhain zu William Pestle. Ah. William Pestle in Goldhain möchte Kerzen oder was auch immer. Menü geschlossen. Das heißt, das ist schon eine Quest, die sich in Goldhain befindet, wo wir ja jetzt erst hinreisen möchten. Hier im Startgebiet gibt es für uns nichts mehr zu tun. Ich denke, ihr konntet jetzt hier sehen, wie ich das alles mache, auch mit Objekten einsammeln, mit Kämpfen. Wenn Fragen sind, immer raus damit in die Kommentare und beim nächsten Mal reisen wir dann nach Goldhain. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, der Scoo.